Der heilige Francesco hat einmal behauptet, die Armut ist genau das, was nicht wehtut, sondern wo man reich wird, weil man selbst, wenn man selbst nicht mehr so viel hat, trotzdem immer schenken kann, wenn man es möchte, verstehst? Aber schenken meint ja nicht nur Geld, das man sowieso gestohlen hat, also in den Augen der Gottheit, wenn man zum Beispiel tausendfach das hat, was ein anderer hat, der als er ein Kind war, gleich stark war, ein gleicher Bursch war, verstehst, und gleich schön war und gleich tugendhaft. Aber dass einer dann im Laufe des Lebens beispielsweise sehr viel hat und dem anderen total alles wegnimmt, die Kinder mordet, die Frauen durchputscht, alles vergewaltigt, das tut weh, verstehst? Nicht ursprünglich, wenn jeder arm wäre, so wie manche Völker sind, in Australien, Naturvölker, das tut nicht weh, überhaupt nicht. Da ist man halt arm, man hat kaum was zu jausen, verstehst, ernährt sich von Heuschrecken, aber der Johannes der Täufer war deswegen nicht arm oder so, verstehst? Arm ist man dann, wenn man durch Kriegsverbrechen das ganze Leben alles verliert, das Blut abgeschlachtet wird, die Vorväter, die Väter, die Eltern ermordet werden und die Nachkommen wieder. Und du 7 Jahrzehnte während der schwersten Kriegsverbrechen noch ausgelacht wirst, verstehst? Und das hat auch Lorenzo da Ponte für Mozart als Librettodichter sehr gut geschildert. Und viele denken, dass Mozart deshalb vielleicht ermordet wurde, weil er den Mut und die Tapferkeit aufbrachte, neben den anderen Tugendhaftigkeiten seiner großen Begabung, dass er die Drehbücher für seine Opern verwandt hat von Lorenzo da Ponte. Und Lorenzo da Ponte war einer der intellektuellsten Menschen der damaligen Zeit, jüdischen Ursprungs und mit allen Königen verbandelt, verstehst? Mit der Weltherrschaft der damaligen Welt, der intellektuellen Kreise, verstehst? Und eine Oper auf Lorenzo da Ponte zur damaligen Zeit auszurichten, das konnte sein, dass du 1000 Mordanschläge kriegst, nicht nur einen, verstehst? Sondern es hat da 1000 Facetten vielleicht gegeben, die dich hätten wollen dafür töten. Das ist so ähnlich wie heute. Der Stuhl, der heilige Stuhl, musst du denken, wenn du da nicht geschützt wärst, oder wenn zum Beispiel selbst die ganze Familie Kennedy als den Mord zum Opfer fiel, musst du denken, wenn du Egalität, Menschenrechte und was sie sich durchsetzen wolltest und das als irgendwie global verbreiten möchtest, da hast du Probleme. Ebenso geht es der islamischen Welt oder der Welt der Christenheit, wenn sogar in Jerusalem auf offener Tafel 7 Menschen unschuldig abgeschossen werden mit einem Genickschuss oder Kopfschuss oder bei einer einzigen Hochzeit manchmal 70 Gäste, verstehst? 3 Generationen, jetzt hat Kind und Enkelkind da. Paff! Verstehst? Also, viele Menschenrechtler wurden mehr als 5 Jahre eingesperrt, andere wieder ermordet und so weiter. Und deshalb ist es so, verstehst, wenn sich eine Welt durch schwere Rechtsbeugung ergibt, wo der Erkenntnisbaum, die ganzen Aufsichtsbehörden und die Justizwesen ein Einzelkind schützen, wie in China zum Beispiel, wo die Männer über Jahrzehnte aufgefordert wurden, also als Familienoberhaupt nur höchstens ein Kind zu zeugen. Und dann in der zweiten und der dritten Folgegeneration hat kein einziger junger Mann mehr eine Lebenspartnerin, verstehst? Weil das eine Kind spaltet sich auf, zur Hälfte männlich, zur Hälfte weiblich. Da kannst du sagen, pro 6 Jungburschen in China kommt da nur eine zeugungsfähige, junge, schönere Frau, die so Alex was ausschaut, verstehst? Und das ist 6 Burschen, ein Mädchen ist ein bisschen wenig, verstehst? Da wird's knapp. Und dann bist du in der nächsten Generation natürlich gezwungen, die Rechte zu beugen. Dann tust du es nicht mehr absichtlich, verstehst? Weil dann willst du dich als Selbstprivilegierten deinem Einzelkind dann natürlich eine schöne Tochter zuführen. Und da musst 12 Männern das ganze Leben kaputt machen und alle seine Kinder ermorden. Verstehst, dann bist du zur Rechtsbeugung irgendwie gezwungen, durch die Not, durch die Struktur, durch die Funktionalität, die sich dann ergeben hat. Und davon hat Michel Foucault als Rechtsphilosoph auch gesprochen, verstehst? Und dann, diesen Menschen hat man da meistens das Genick gebrochen. Aber in Wirklichkeit, der Wahrhaftigkeit kannst du nicht ausweichen, verstehst? Das ist das Problem. Und jetzt nicht leicht an, verstehst?
zu sechs Männern zu sagen, arbeite in Tokio oder in einer ganz großen, grauslichen Stadt, in einer verbesserten, 50 Jahre und nachdem du 50 Jahre gearbeitet hast, springst du einfach vom 20. Hochhaus, hast noch nie geschustert, hast noch nie eine Liebe gehalten, machst aber dann Selbstmord, springst einfach runter auf den Asphalt von Tokio. Verstehst? Und der andere putscht 5% neben dir und hat ein Einzelkind. Und 5 andere oder 12 andere müssen arbeiten in Tokio als Manager und kriegen aber nichts. Verstehst? Und dann müsstest du sagen zu den anderen 12 Männern, du kannst das ganze Leben Kindergebete sprechen für den einen, der vögelt. Verstehst? In deiner Straße. Ein Mann vögelt das ganze Leben und 12 andere sollen Kindergebete für ihn sprechen. Und das geht sich nicht aus, verstehst? Weil dann die anderen Männer in Groll, in Gram, in Ressentiment, in Rachegedanke, in Revanchegefühle plötzlich entarten. Und dann sagen die anderen Männer, nein, die Armut tut uns nicht weh, sondern dass wir 50 Jahre ausgespottet wurden, nicht einen einzigen Akt Sexualität kriegten, dass uns die Kinder umgebracht haben und uns bedroht haben. Verstehst? Das tut uns weh. Das Geld ist uns wurscht. Wir wollten geldmäßig nie besonders weit hinaus, verstehst? Und das ist ja kein österreichisches Problem oder kein deutschsprachiges Problem oder kein westeuropäisches Problem allein, sondern ein global gewordenes Problem, verstehst? Die Rechtsbeugung im großen Maßstab und hunderte, tausende Millionen Kindermorde und hunderte Millionen, verstehst? Von Geschöpfen vertilgt. Und weil die können ja auch nie mehr Nachkommen mehr erzielen. Die sind für ewig ausgelöscht. Verstehst? Wie die Gefallenen im Krieg. Das sind ja nicht nur die individuellen Kriegsopfer. Das wäre wurscht. Verstehst? Wenn ich sterben würde, ich würde erschossen werden. Das wäre nicht das Drama. Plötzlich, schwierig ist es dann, wenn man Vormann gezeugt hat, erschossen wird, ermordet wird. Und der Vater und die Großeltern. Dass alle Familienangehörigen, alle ermordet werden. Verstehst? Das ist schwierig. Weil dann die ganze Familie für immer ausgerottet ist. Verstehst? Und das ist das große Problem. Der Individualmord wäre überhaupt kein Problem. Dann würde ich wie Sahne schlecken, verstehst? Wenn ich dafür 3 Kinder kriegen würde, dann würde ich sofort in die Mur hüpfen. Und mein ganzes Vermächtnis, meine Kapitalsparbücher, die Aktien und alles verschenken. Den österreichischen Militärburschen.